Moin Leute, da geht's wieder weiter. Komm, wir starten gleich rein. Wir haben nämlich heute überhaupt gar keine Zeit. Ja, da hat der Finn eine tolle Nachricht bekommen. Ja, und du hörst dich total motiviert an. Nein, ich bin einfach übertrieben heiser. Und mein Hals tut so weh. Kommt man da oben hin? Wir müssen da oben hin. Ich schätze schon, dass man da oben kommt. Ah, warte, hier ist eine Blume. Hier müssen wir Wasser hinkriegen. Lass mich mal den Zauberer spielen einmal. Hast du? Ja. Weil ich war, falls überhaupt irgendjemand das kennt, ich war bei den Euromasters. Das ist ein Sportevent, wo so alle Wirtschafts- oder Business Schools aus Europa zusammentreffen und den ganzen Tag über Sportcompetition haben. Und am Ende des Abends wird übertrieben gefeiert. Sprich, ich habe so über 3 Nächte immer nur 2 Stunden geschlafen und es ist einfach. Wie kriegen wir denn? Ja. Ich bin tot. Wie kriegen wir denn das Wasser von da nach hier, bitte? Hast du eine Idee? Lass es in deinen Mund fallen und spuck es hier wieder aus. Das geht schlecht. Komm, wir können uns da auch irgendwie so hochbacken. Glaubst du? Komm, bau mir einfach hier ein paar Kisten. Okay. Warte, ich komm mal hoch. Dann geh mal weg da. Noch eine. So, und jetzt fliege ich da einfach rüber. Schaffst du das? Ich werde versuchen. Okay. Ey, das Ding hat geleuchtet, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also so schaffen wir es aber definitiv nicht. Wir müssen da irgendwie das Wasser einkriegen. Aber das Ding leuchtet jetzt. Vielleicht habe ich was getriggert. Sag mal, kann ich, wenn ich jetzt auf deine Kisten was raufsetze, verschwinden deine dann? Ja, ich glaube schon. Guck mal, kannst du mal probieren. Aber ich denke mal. Dann spielen wir nicht mehr den Zauberer. Ja, warte kurz, ich glaube, ich weiß, wie wir das hinkriegen hier mit dem Dings. Nein! Was machst du? Ich versuche gerade was, warte. What are you doing? Wenn ich das hier hinlege. Geht das nicht mit dem Blatt? Nee, habe ich auch schon probiert. Locker muss das nicht. Wie soll das denn gehen? So und dann so. Aber ich glaube immer, dass man mit diesem Ding hier irgendwie so eine große Brücke bauen kann. Let me sink. Sink. Nein. So, warte mal. So. Jetzt müssen wir nur noch das Wasser hier irgendwie rüberkriegen. Das geht durch das Blatt durch. Ey, guck mal. Das muss doch hier irgendwie hochgehen. Wir müssen irgendwie das. Guck mal, ich kann damit spritzen. Ja, okay, so können wir es auf jeden Fall zu uns leiten, aber ich weiß nicht, wie das hier so gehen soll. So. Wenn das jetzt hier ist. Aber hier ist hier irgendwo eine Planke oder so? Guck mal. Hier irgendwo was ist. Nee, hier sind wir gekommen. Wollen wir uns einfach mal umbringen? Warte mal. Komm mal her. Ich bring dich mal um. Da oben ist glaube ich irgendwas. Bring dich mal nochmal um.
Soll ich mich auch umbringen? Ja, mach mal. Okay, wenn wir da umspawnen, das wäre geil. Toll, Finn. Du hast uns wieder Game Over gemacht. So, am letzten Checkpoint. Nee, scheiße. Ja. Aber komm mal einmal her, weil ich glaube, da oben ist was. Nee, warte mal. Aber man muss doch auch hier irgendwo was herkriegen. Boah, ich war einfach oben. Wie das? Bist du rübergeschwebt? Ja, warte. Ich, nicht von da hochgehen, sonst machst du die wieder kaputt. Ja. Setz mal. Das muss jetzt richtig perfektes Timing sein. Du musst bei mir eine Kiste draufsetzen, weil mir fehlt so ein ganz bisschen. Weißt du? Ich kann sonst auch eine hier. Wenn du schwebst, ne? Soll ich versuchen, hier eine in die Luft zu setzen, sodass du kurz landen kannst? Nee, setz mal unter mich eine. Nee, ich hab die perfekte Idee. Nee, setz mal unter mich eine, dann kann ich darüber schweben. Nein, guck mal. Wenn mach's du einmal. Geschwebt bist, ne? Mach's einfach mal. Okay. Hast du gesehen? Ja, aber ich habe eine viel bessere Idee. Hätte ich. Schweb du mal gleich los. Hätte ich, ne? Kein, hätte ich einen Anschwung gehabt, dann wäre ich rübergekommen. Aber jetzt schweb du mal los. Und jetzt lande und spring wieder ab. Okay. Nice. Also das versuche ich auch mal kurz. Ob das so klappt vielleicht. Ja, du kannst ja nicht so schweben. Ja, aber mit einem normalen Sprung. Dann muss ich aber das Ding machen. Du machst mir gleich einen Kasten, genau. Okay. Halt ihn schon mal hier in die Mitte. Halt ihn schon mal in die Mitte. Du kannst ihn ja zeichnen. Einen schönen großen. Nein. Aber es reicht nicht, du musst hier schweben. Naja, denn ich töte mich einfach und dann kann ich mich vielleicht. Oder ich laufe einfach so lange nach rechts, bis du einfach kommst. Warte. So, ich bin tot. Ja, jetzt bin ich wieder hier, jetzt bring ich mich nochmal um. Du musst einfach jetzt zum nächsten Checkpoint laufen und uns beide wiederbeleben. Lauf mal da, geh mal zurück kurz. Oder da oben ist noch was. Weiter. Da oben. Okay. Dann müssen wir dann gleich nochmal hin. Ja. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Ja, ah, läuft bei dem, ne? Decken. Hä? Oha. Wie weit wir einfach jetzt unten sind. Da ist nichts mehr. Doch, einer ist da noch. Nice. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier kommt. Ey. Wie er schwimmt, ey, mit seinem Schild. Ja. Oha. Weil jetzt hätte ich schon gern gewusst, was da oben wäre. In den Höhlen ja. Hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Das war einfach das Level jetzt. Überredet, sie nicht zu essen. Wahrscheinlich war da noch irgendein Secret Amadeus oder so. Und da war auf jeden Fall auch noch eine Blase. Als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilz trank. Oha, das sieht auf jeden Fall nice aus hier. Bist du schon weiter? Ja, ich hab geskippt. Hübsch. Ja, das finde ich auch. Ja, aber dann. Warte, mit vollgeschossenem Bogen ins Wasser schießen. Oh, mein Eisfloß. Ha, geil. Das ist ja episch. Gut, dass wir es wissen. Okay. Was ist, wenn man ins Wasser springt? Ich weiß nicht, ich glaube, man ertrinkt oder so. Nö, hier unten ist was. Okay. Aber nichts Tolles. Oha, hier sind Krabben. Jetzt. Lol. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist eine Krabbe. Wo? Einfach. Hier. Ich glaube, die tötet dich einfach instant, oder? Kann man die töten? Gegen die kann man auf jeden Fall nichts machen. Aber ich würde sagen, dann machen wir im nächsten Part hier mit der neuen Landschaft weiter. Und Mr. Krabs. Kann ich auf die raufspringen? Oh, guck mal, ich kann auf die raufspringen. Du Goomba. Ja, und zack. Hä? Habe ich sie jetzt getötet? Nee, die lebt doch noch. Aber ich bin so fett. Ja, gut, dann hören wir hier auf mit der Krabbe unter mir. Genau. Okay, haut ihr rein. Ciao.